Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Auch diese Folge wieder präsentiert aus Sicht von Mathilde, weil Heinrich irgendwie Stress mit seinem Aufnahmetool hat und wir jetzt um diese Uhrzeit keinen Bock mehr hatten, nachzuforschen, woran es liegt. Ja, kann man ja ganz genau sagen. Wir hatten jetzt heute einen harten Arbeitstag, also viel am PC gearbeitet, aber nicht hier wegen Hobby oder so, sondern einfach viel gearbeitet. Und jetzt fiel uns auf, ach Kacke, es muss nochmal eine Folge raus. Und wir wollen ja pünktlich liefern. Dann muss man nach einem harten Arbeitstag auch nochmal eine Folge machen für unsere Insassen. Genau, na, also die Insassen wirklich übernehmen, okay. Solange nichts von anderen Leuten kommt, denke ich mal, Insassen ist dann genommen. Jetzt habe ich nur vom einen Insassen vergessen, was der geschrieben hat. Also ich habe hab's gelesen, das mit dem Tor. Kannst du es nochmal erläutern? Wer war das? Ja, genau. Und zwar soll man die Blaupause von so einer Palisade erstellen, also so einem Ding, was wir hier haben. Ja. Und wo kann man, dann kann man wohl ähnlich, wie wenn wir Fenster und sowas einbauen wollen, kann man das da wohl auch die Blaupause von dem von der Palisade ändern. Und das wollen wir ausprobieren. Genau, ich mach das schon mal. War das eigene Wand? Ne, Palisade hast du gesagt. Palisade. Oh, nicht Ding. Nein, Entschuldigung. Böser Heinrich. Ich hab gerade gesungen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich niemanden antun. Och, wo ist denn die Palisade? Da ist die Palisade. Hier haben wir ja noch ein paar Stämme, die kann ich gleich mal im Dach verarbeiten. Dann machen wir Palisade von Palisade. Also zwei Palisaden sozusagen nebeneinander. Zwei nebeneinander. Yay, unser erstes Dach ist. Also keine durchgehende. Meinst du jetzt? Ich dachte, bei den Wänden machen wir doch auch mal eine durchgehende Wand und dann. Probier's aus, solange wir ja noch nichts reingepackt haben. Echse gekillt. Oh, jetzt zitter nicht, du gleich Wand. Mal aufhängen. So. Nee, ich will nur Einlage ich haben. So, dann mach doch von mir aus da. Jetzt hör da mal auf. Okay, er hat recht. Sehr gut, vielen lieben Dank. Ich weiß bloß nicht, was richtig rum ist, aber ich denke mal, das passt. Kann ich das hier weg-xen, was zu viel ist? Ah, fantastisch. Na gut, hier haben wir noch ein paar, die sind halt scheiße, aber die bleiben jetzt einfach. Hier laufen einfach so ein paar Echsen bei uns im Lager rum. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dann können die gleich aufs Trockengestell. Oh, nee, warte mal, das mache ich mal komplett neu. Aber danke nochmal an, wie hieß er? Ah, das ist mir jetzt peinlich. Holger! Danke, Holger! So. Ja, ich wusste es nicht mehr, echt. Holger ist der Beste. Alle unsere Insassen sind die Besten. Eigentlich komisch, dass Insassen gut sind, ne? Man würde ja meinen. Unsere Insassen, also sind sie gut. Ja, wir haben keine bösen Leute. Wir sind böse. So, komm mal her, ich will dein Öhrchen knabbern. Warum geht das immer nach oben, verdammte Kacke? Ich mach gerade auf Boden. Ja, aber Spiel sagt, fick dich, Heinrich, ich mach nach oben. Dann bleibt das jetzt so, ist mir doch scheißegal. Dann können sie, wenn sie da durchkriechen, ich töte die alle. Die Schweine. So. Da haben wir ein Tor. Und ich glaube, wir brauchen beide Wagen, ne? Tut Holzfällen. Ich fälle jetzt hier Holz. Oh, komm hier raus! Palisaden, Dächer, dann müssen wir oben auch noch die Wand irgendwie dicht machen. Ja. Ich habe da schon Sträucher weggeklopft auf unseren Gang. Ich auch, aber die wachsen irgendwie nach. Backzeug. So, müssen wir einen Fußweg bauen. Oh, da sind einfach Stöcker vom Himmel gefallen, weil du da was weggekloppt hast.
Oh, Kannibale auf 12 Uhr. Oh, könnt ihr ja nicht einfach. Rennen aber weg. Vielleicht kommt aber gleich. Oh, 4 Kannibalen waren's. Also insgesamt 4. Naja, sind weggerannt. Eigentlich müsste man, wenn man hier schon Videos für dieses Spiel macht, müsste man auch mal Videos machen, wie viele Schläge man wirklich im Real Life braucht, um so einen Baum zu schlagen. Ja, vielleicht hat ja einer unserer Insassen schon mal mit einer Axt einen Baum gefällt und kann uns das verraten. Oh ja, das klingt auch so nach Insassenarbeit. Ich habe noch nie einen Baum gefällt. Weder mit Axt noch mit, Kettensäge. Allerdings, beim Haus meines Vaters, da haben wir tatsächlich mal Bäume fällen müssen, leider. Aber da habe ich nicht mitgeholfen. Ich habe höchstens Bäume beschnitten. Also, so einen richtigen Baum habe ich nicht gehackt, aber so etwas dickere, also naja, so dünne Bäumchen waren es, also es waren, naja, wie soll ich sagen, also es war hier von Drittel von so einem Baum. So ein richtiger Baum war es nicht, aber das Ding war am Weg und musste weg. Also ein Bäumchen. Ja, ein Bäumchen. Oh, habe ich da einen Vogel erwischt? Nee, ist ein Pilze. Verdammte Pilze. Ja, den einen Baum, den wir fällen mussten, das war eine voll schöne Birke, aber der war dann leider einmal sehr groß irgendwann. Man muss und der so war dann auch nicht mehr so ganz gesund. Das kam halt noch dazu. Also der wurde schon tatsächlich... Also eigentlich ja, müssen wir... Der hätte keinen Sturm mehr überstanden, sagen wir es so. Ja, das ist... wir forsten nach. Das ist... macht der Fritz Meinecke bestimmt auch. Wenn er seine Bäume im Wald fällt. Boah. Aber wenn man natürlich nachforstet, das dauert natürlich auch seine Zeit. So nee, macht Baum er nicht. Braucht. Er kauft sich das Holz einfach. So kann man es auch machen. Jetzt sind die Bäume. Weil dann musst du es ja noch entrinden und wenn du es in die Erde packst, musst du es noch ein bisschen anfackeln, damit das nicht sofort weggammelt. Naja. Ja, und das Holz muss auch erst noch liegen, damit es trocknet, damit ja, man es überhaupt vernünftig entrinden kann. Ja, man kann es auch so entrinden, ist aber ein bisschen scheiß Arbeit, ne? Du hast das hier schon soweit vorbereitet für ein Tor, oder? Ja, siehst du es nicht? Das sieht für mich wie eine stabile Holzpalisade aus. Nee, das der Querbalken muss das Tor sein. Ach so. Ach, siehst du, mir fällt gerade ein, man hätte zwei Seiten machen können. Warte mal. Du konntest, ich hatte damals, glaube ich, zwei Flügeltüren gemacht. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das bereit ist. Das sieht für mich eher wie eine Verstärkung aus. Nein, das ist ein Tor. Glaube... Fuck, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Holger? Und Holger. Glaube Holger und mir. Kann man das nicht weiter nach außen machen? Warte mal ganz kurz. Kann ich das nochmal so? Ah, hier ist natürlich Mauer. Das ist natürlich zu eng, glaube ich, ne? Das kann sein. Geht nur hier und hier ist gerade schon. Hab ich da schon. Kann ich... Hä? Vor allem ist es beides zur selben Seite geneigt. Der Büsche geht mal weg. Schade, hat mir das gebracht. Ich weiß auch nicht, wo da... Nee, das ist... Müsste... Natürlich wäre hier besser. Ich glaube, wir machen nur ein Tor. Das muss reichen. Dann bauen wir erstmal den Teil, wo das Tor ist. Genau, gucken mal, ob das so passt. Wenn nicht, reißen wir es ab. Also für mich sieht das immer noch aus wie eine Verstärkung, wenn ich das sage. Nee, ich glaube, es passt. Ah! Ich glaube aber, das Problem ist, ja, dass ein zu wenig ist. Ne? Wenn das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass wir da mit unserem Wagen durchpassen. Wieso geht denn das nicht zu? Ey, geh mal zu, Junge. Das vielleicht aber nach einer gewissen Zeit X von alleine wieder zu? Nein. Ich reiß das hier nochmal ab. Aber es müsste mal wieder zugehen, damit ich... Ah, E drücken. So, dann versuchen wir da mal einfach mal passig noch was zu machen. Das Problem ist die Falle und das alles hier zu nah. Ich dachte, das wäre einfach... Ja, oder wir müssen hier halt auf der rechten Seite ein Tor machen und das hier daneben und einfach nur andersrum.
Müssen wir nur das Tor nochmal abreißen, aber das war ja jetzt nicht so viel. Nö, nee, alles gut. Aber was meinst du? Wo wolltest du jetzt ein Tor einbauen? Hier vorne, hier, oder? Hier in die Ecke sozusagen. Hier, ups. Wollte nicht. Also hier und das, was wir jetzt gemacht haben, abreißen und nochmal andersrum. Okay. Ja, können wir machen, warte mal. Ich brech ab. Brech ab. Dann kriegen wir es noch einfach abgerissen hier. Wenn nicht, zerkloppen. Nicht mit E. Mit E machen wir auf und zu. Nee, ich krieg's irgendwie nicht mit C oder mit E. Ach, hau mal kaputt hier den Scheiß. Rage-Modus! Ist schon nicht unstabil, dieses Türchen. Ich kann die beiden lachen uns bestimmt jetzt aus. Die bauen ein Tor und machen's kaputt. Opfer. Ah, kann ich nicht mal einsammeln, okay. Dann mach du mal das Tor, ich muss mal kurz was snacken. Oder habe ich noch was drin? Warte mal, dann würde ich das Tor hier einmal erst bauen wollen. Ah, wenn das vorne angezeichnete schon nicht funktioniert, dann würde ich's. Dann geht's ja so nicht. Ja, warte mal, ich versuch's nochmal. Okay. Jo. So. Freies Bauen. Eigene Wand ist es nicht. Felswand. Das war unter Verteidigung. Das ist linke Seite, ganz rechts. Der Reiter. Und dann, glaube ich, mal ein, zwei Felder weiter. Genau, da. Oh, dann könnte man auch eine Dornwand bauen. Wie hat man die gebaut? Stöcker und... Um dann die Mauer zu verstärken. Kriegen die nämlich... Oh, Kannibale voraus. Ich kümmere mich mal drum. Hallo? Hier wird gebaut. Oh, Kannibale mit Flammenwerfer. Mit Flammen meine ich. Mit Fackelchen. Der kann Feuer werfen. Das ist ganz doof. Der ist hot, der Typ. Der andere ist gerade weggerannt. Der Sergeant. Der Kannibalen-Sergeant. Ich bringe ihn mal... Der war ja eh schon heiß, der Typ. Dann kommt er auf die, aufs Lagerfeuer. Freunde des Waldes! Das Barbecue ist eröffnet! Los, kommt raus, Rehe, Kaninchen, Waschbären und wer alles noch Fleisch essen haben will. Yam, yam. Kommt doch kein Tier, ne? Und klappt? Erstmal versuche ich. Diese Falle. Warte, hier ist das. Oh, scheiße. Ha! Haha, guck mal. Warte mal. Ja, die beiden müssen nach innen sein. Das ist super. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, aber so sieht's richtig aus. Hast du schon gut gemacht. Ich weiß. Ich habe so verstanden, dass wir es noch weiter nach außen ballern, aber hinten, egal. Oh. Passt schon. Hauptsache ist fest und wackelt und hat Luft. Also Doppeltor, genau das passt mit Wagen einmal durch. Ja. So ein einfaches hätte nicht gereicht. Und hier brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Palisade. Ja, wobei, da könnten wir dann jetzt natürlich noch eine Steinwand hin. Genau. Da mache ich jetzt noch eine Steinwand. Weil, ich weiß nicht, was stabiler ist, Stein oder Holz. Aber Stein, ich denke, sieht auf jeden mal, Fall hübscher aus. Ja, und ich denke mal, Stein ist stabiler. Behaupte ich jetzt einfach mal so. So. Da ist der erste Stein. Gut, dann gehe ich mal mit meinem Wägelchen an den Strand und hole mal eine Fuhre Steine. Ja, mach mal. Ich lege schon mal vielleicht so einen Holz, Stein, so einen Weg an. Ja, damit da vielleicht noch nicht mehr hier diese scheiß Büsche wachsen. Die sind alles voll. Ja, ich hab schon Dreckzeug. Scheiß Unkraut. Oh, Kannibale.
Na, wo bist du denn? Ach, dann leck mich doch am Arsch, wenn ich dich sehe. Aha. Einfach hier mal arbeitende Leute stören. Ha? Jetzt rennt er wieder weg. Sackgesicht. Und der Herr fragt der Vorarbeiter, warum ich so wenig geschafft habe. Wurde verfolgt von so einem Kannibalen. Also, glaubt mir noch kein Mensch. Jetzt muss ich hier noch eine schöne Kurve machen. Also ich hoffe, dass in Teil 2 dann, dass man da nicht einfach dumm, die Steine dumm sammeln muss. Dass man da einfach mal hier so Steinbrocken einfach zerkloppen kann. Ich glaube, das würde schneller gehen als. So, der Steinpfad ist angelegt und muss jetzt nur noch gepflastert werden, sozusagen. Weil das Gute ist, dann sehen wir, wo wir sicher lang gehen können. Das hat auch so 72 Steine, ja. Ja, du kannst ja den Pfad machen, ich mach die Mauer erstmal fertig. Okay. Erstmal Verteidigung, finde ich. Und warum wird es schon wieder dunkel hier, verdammte Axt? Weil wir im Hellen angefangen haben, verdammte Axt. Verdammte Axt aber auch hier. So viele verdammte Äxte. Ja, ganz viele waren im Angebot. Was denn? Hier liegt Zeug. Hier liegt Zeug. Hey, ist mein Zeug! Sammeln Dinge. Wir wollen klug sein. Bei dem Grab hast du ja schon mal das Bild und die Kassette aufgesammelt, ne? Ja. Gut, gut. Also ich konnte es zweimal machen, warum auch immer, aber... Okay. Oh, kann ich hier schon mal meinen Dings wieder anmachen? Was auch cool wäre für Teil 2, wäre, ups, Entschuldigung, Mikro ausrichten, wäre, wenn man halt sich diese Kannibalen als Sklaven aneignen könnte. Oh ja. Das wäre auch gut. Dass die dann den Karren schieben können oder so. Oder dass man den Jobs gibt, gehst Steine sammeln. Ja, genau, du faule Sau. Aber den musst du auch ernähren. Es ist sonst. Ja. Na, wenn du denen dann kein Kannibalenfleisch gibst, dann ist der natürlich traurig und will nicht arbeiten. Und aber da kommen ja genug Leute mal vorbei, die man dann schlachten könnte. Im Zweifelsfall andere Kannibalen. Ja, genau. Das reicht ja. Ich glaube, das ist dem Wumpe, was er. Wen er da ist. Hauptsache, es gibt was. Hier ist eine Möwe im Stein gebackt. Alkohol. Alkohol, du böser Geist, auch wenn du mich zu Boden reißt. Ich stehe auf, du bockst mich nieder, ich setz dich aus und sauf dich. Jo. Wie war das vorhin im Radio? Alkohol? Ist dein Anker und dein Rettungsboot. Alkohol. Genau. Und ich glaube, Herbert Grönemeyer ist das. Ja, Herbert Grönemeyer. Da muss ich lang.
So, dann sammle ich auch nochmal eine Fuhre. Ach, Steine kann man ja echt viele sammeln hier. Achtung, Stau, ich komme jetzt raus. Ja, ich muss mich gerade erstmal zurechtfinden. Es ist so dunkel hier. Und wieso haben wir überhaupt das Deckenlicht an? Das ist taktisch unklug. Warte. So, ich lebe noch, ja. Danke, so sehe ich schon viel besser. Ja. Jetzt habe ich aber Probleme beim Eingießen. Im Real Life, aber das geht auch. Das geht, das geht, das geht, das geht. Das gute alte Monitorlicht. Ah, ich sehe da einen Kannibalen. In der Ferne. Ich finde das ganz praktisch, dass die immer so Fackeln auf dem Rücken haben. Absolut. Das ist sehr nett von denen. Da haben die quasi mitgedacht. Ah, dieser Pfad ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Und wieso wächst hier so ein Kackbusch eigentlich mitten auf unserem wunderschönen Pfad? Geh weg. Geh weg. Ja, das geht gar nicht. Echt, ey. Ich hoffe, die verschwinden, nachdem wir hier jetzt so schön einen Pfad angelegt haben. Ja, das wäre auch schön, wie gesagt, so, nochmal zu den Sklaven, so ein Kannibalengärtner. Das stelle ich mir ganz lustig vor. Mitarbeiter, das hatten wir doch schon in Conan. Es sind Mitarbeiter und keine Sklaven. Ja. Sie kriegen Kost und Logis. Genau. Ist doch voll einfach. Du musst einfach, die kriegen ja auch rohes Fleisch, ne? Einfach da irgendwas abhacken, hinschmeißen, die sind glücklich. Voll praktisch. Juhu, ich habe eine Aloe Vera Pflanze gepflanzt. Supi. Brauchen noch viel von den Zeug, ne? Ach, ist das ein schöner Pfad, das gefällt Boah, der ist ja auch schon gleich fertig. mir. Oh, Scheibe, ich muss was trinken. Ja, immer auf Essen und Trinken achten. Wollen ja nicht, dass du verdurstest oder verhungerst. Und wir Und ich müssen. koche mir jetzt mal was. Ich weiß nicht, ob das eine Leistung ist, aber wir sind immer noch nicht gestorben, ne? Keiner von uns. Stimmt, also Weil. zwar ausgenockt, aber wir konnten uns immer wieder retten. Genau, weil in den Kommentaren wir beschrieben, was mir damals im Singleplayer, also als ich allein gespielt habe, auch passiert ist, dass du, wenn du quasi stirbst, irgendwann bist du einfach in irgendeiner random Anfängerhöhle von den Kannibalen. Ich glaube, da sind zwei Kannibalen oder so und dann. Hunger, ja, was zum Essen. Aber ich weiß nicht, ob da. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie das Katana war. Ich glaube, das war da nicht dabei in der Höhle. Ey, wer stellt denn seinen Wagen hier in den Weg? Das kann doch nicht sein. Wo ist Wo der ist denn der Besitzer? Besitzer von dem Wagen? Einfahrt frei halten. Ich glaube, es hackt. Oh, Ich danke, du glaube, bringst es mir hackt. Steine, das finde ich aber nett. Geh weg, das ist mein Wagen. Das sind meine Steine. Kauf dir eigene. Oh, ist dieser Scheißwagen im Ich morgen. Tüdelü. Oh, Tüdelü mache ich jetzt auch, du. danke. Lässt du die Steine da stehen? Ich park deinen Wagen mal um. Mach mal. Hey, lass los. Juhu, unser Weg ist fertig. Und er ist wunderschön. Ich wollte ihn fertigstellen.
Du hast gesagt, du machst deine Mauer und ich mach den Weg. Mauer ist ja schon fertig. Weiß ich doch nicht. Soll ich noch einen Weg zu unserem Lagerfeuer machen? Dann kannst du den bauen. Mal gucken, ob das hier überhaupt geht. Also wir hätten das hier gebaut hier. Oh. Hat auch bestimmt der Scheuer geplant hier. Guck an, so ein Kackbaum hier. Weg. Ups, das war, glaube ich, zu viel. Bitte sehr. Danke. Das ist ein Weg nur für dich. Darfst du ganz alleine bauen. Du kannst ihn auch gerne bebauen, aber nicht mit meinen Steinen. Die hab ich extra nur für mich geholt. Halte deine garstigen Steine. Die Holzhacken. Macht das. Das also, Alter, wo hast du meinen Heinrich? Du hast ihn hier einfach runtergeworfen, der liegt jetzt auf dem Kopf. Tja, ich hab ihn einfach umgeparkt. Du hast den Happen runtergeworfen, der liegt auf dem Kopf. Das war der Wind. Das war der Wind. Zerkloppe ich jetzt, weil sonst wird er mir immer angezeigt. Was? Du zerklopfst den schön? Ja, der liegt auf dem Kopf. Was soll ich denn damit noch anfangen? Den kann ich so nicht brauchen. Einfach anfassen. An der richtigen Stelle, oder? Die ist im Boden, du Dulli. Ja, dann haben wir jetzt erstmal wieder einen Wagen, ne? Also, meine Güte, so ein Wagen ist schnell gebaut. Ja. Hier, ich habe auch die perfekte Parkfläche hier. Hier, in diesem Bereich. Da kann der stehen, das ist super. Alter, wie stabil ist dieser Kackwagen? Man sollte meinen, er ist schneller kaputt als so ein beschissener Baum. Geht der überhaupt kaputt? Ich gehe davon aus, ja. Es sollte alles hier kaputt gehen. Ich sehe schon, ich kloppe hier die ganze Nacht auf diesen verkackten Wagen, den Heinrich so meisterhaft umgeparkt hat. Alter, wie im wahren Leben deine paar Künste, ey. Du hast mir Steine geklaut. Und das ist jetzt Entschuldigung für alles. Das ist richtig. Wenn du meine Steine klaust, packe ich deinen Wagen um. Aber ich kann tatsächlich noch hier Stöcker in den Wagen laden. Das ist das Geile da. Oh, warte mal. Ich versuche mal, wenn ich... Schade, ich hatte jetzt die Hoffnung, wenn ich da einen Stock drin habe, dass da auf magische Weise... eventuell... Boah, scheiße. Alter, ja. Dieser verhurte Kackwagen, ey. Oh, sieht ja richtig nett aus mit dem Weg hier so. Ja, ne? Das sieht langsam richtig wohnlich. Ich fick dich. Ich komm mal mit. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, mach mal. Ich lass mal Tor offen, wir sind ja gerade nicht drin. So, wo ist denn der Wagen? Ja, hier unten. Nachdem du ihn so meisterhaft geparkt hast. Ja. Da habe ich folgende Idee. Du willst ihn abfackeln? Ja, was denn sonst? Hey, mach mal Licht. Warum geht das nicht? Achso, linke Maustaste. Okay, das war falsch. Du musst das doch anzünden. Ja, ich drück doch gerade linke. Oh, hinter dir Kannibale. Der steht hier voll. Alter, so. Kommst du her? Kommst du her? Schloch. Und funktioniert? Okay. Okay. Okay, warte. Oh, ist das so weit? Auch treffen. Achtung, geh weg da! Ah, scheiße, dann nicht. Also, geht einfach nicht kaputt, das ist ja unschlagbar, der Typ. Das ist ja der Hammer. Oh, meine Ohren piepen. Das Ding ist ja wirklich knüppelhart.
Okay, Mathilde, ich glaube dir, der ist hart. Der will nicht. Der ist echt hardcore hier. Aber man könnte noch Leichen drauf stapeln irgendwie, ne? Ja gut, dann liegt er halt hier. Oh, die Sonne geht auf. Juhu! Oh, Wunder. Alter, ich hab schon wieder Hunger, das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich dir. Dass es nicht wahr sein darf oder dass ich schon wieder Hunger habe? Dass du schon wieder Hunger hast. Scheiße. Leck mich doch am Po. Ja, ich baue doch schon. Ich hab hier, sammel schon Äste und so. Da gibt man sich alle Mühe um ein gemütliches Heimherz. Ich hab das Ding ja gleich fertig. Lass mich ein bisschen meckern. Dann hast du halt zwei Wagen. Alles gut. Ah, scheiße. Was ist jetzt schon wieder? Mach das Tor zu. Wir kriegen Besuch. Vielleicht kommen wir doch schon. Nee, wir kriegen großen Besuch. Ich weiß nicht, ob das ihn festhält. Wo bist du? Hinter dir. Gut, wir brauchen hier eine, wir müssen hier auf die Mauer kommen oder so. Ich habe gerade was gesehen, was ich eigentlich gehofft habe, dass du es siehst. Oh, die Falle ist halt ausgelöst. Ich glaube, wir haben es getötet. Der hat sich echt von der Falle töten lassen? Sei vorsichtig. Ja, das Vieh ist tot. Ui. Weil irgendwann kommen die. Kannst du dir, kannst du häuten und hab ich gemacht. Davon dir auch eine Rüstung basteln. Oh, ich kann ihn auch häuten. Cool. Praktisch. Gut, ja, da hat er die Falle geklappt. Ich glaube, da baue ich noch eine von. Aber bitte so, dass wir auch da noch durchkommen. Ja, ich mache hier so mit Abstand nochmal hier zwischen unserem Tor so. Gut. Ich dachte, der reißt uns jetzt eine Mauer ein oder so, aber... War ja eigentlich ganz netter Typ. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ah, da trauen sich die Kannibalen nicht mehr, dann kommen so Mutantenviecher. Ja, die haben wahrscheinlich ihrem großen Bruder Bescheid gesagt, ey, wir wollen immer zum Barbecue. Die bringen uns einfach immer um. Kannst du uns nicht mal helfen, Kumpel? Genau, dann kommt der Arsch vorbei. So wie der gegangen ist, war er bestimmt total genervt. Oh, jetzt können die das nicht wieder selber regeln. Jetzt muss ich da schon wieder vorbeilaufen. Oh, Kannibale! Ach, leck mich doch. Wozu habe ich die Fallen? Komm doch, du. Der ist schon fertig. Ey, out! Der rennt einfach über die Falle, du kleines Monster. Das gibt's doch nicht. Was bildest du dir ein, du? Da rennt er einfach hin und... Da hat's noch einen ausgelöst. Ja, aber der ist kleben geblieben. Der rennt da einfach drüber. Kleines Arschloch, ey.
Du kommst mir schön aufs Feuerchen. Ich wollte, dass der schön irgendwie in die Falle tritt und dann rennt der einfach drüber. Einmal rein und wieder raus, weil er dich gesehen hat. Ich glaube, Spinne. Drecksack. Aber ich muss sagen, das war cool. Ich habe ihn eigentlich nicht gehört. Ich habe ihn nur so per Zufall gesehen. Bin jetzt den Großen? Oder? Den Kleinen. Den Großen habe ich auch nur gesehen. Der ist auch nicht recht laut. Oh, nicht auf die Falle. Ja, alles gut. War alles geplant. Na, hinten sehe ich schon wieder weitere Kannibalen. Ich glaube, wir sollten bei denen mal Totems kaputt machen. Damit die was zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, die zu beschäftigen. Oh, und jetzt. Was? Ich habe die Falle gebaut. Ich habe einen Kannibalen gehört und der ist an mir vorbeigesprungen und in die Falle, die ich gerade gebaut habe. Ist ja witzig. Ich find's lustig, ja. Entschuldigung, dass es nicht deinen Humor trifft. Oh, du hast das Zitat nicht verstanden. Ja, das war wieder irgendwas von How I Met Your Mother oder Scrubs. So. Ja, ist sehr witzig. Okay. Knapp daneben. So, Scrubs war noch. Ja. Guck ich auch immer mal wieder gerne, also. Ja, ich müsste sie erstmal wieder 2-3 Jahre vergessen. Ja, wir haben die ja jetzt auch erst vor einem Jahr geguckt. Ja, doch, das. Ich überlege gerade, ob unser Töchterlein da schon auf der Welt war. Doch, ich glaube, die war da schon auf der Welt, als wir es geguckt haben. Nee, ich glaube, das war noch während deiner Brutzeit. Auf jeden Fall war es, wenn, gegen Ende der Brutzeit. Da, wo ist der Kackbaum hingefallen? Ich verliere immer die Hälfte der Baumstämme, weil ich die Bäume aus den Augen verliere, wo die hinfallen. Oh, Scheiße mit der Scheiße hier. Ah, da. So ist es. Scheiße mit der Scheiße hier. Ich glaube, ich werde demnächst mal am Strand ein paar Schildkröten töten. Da hinten kommt schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. Ist der Tag da auf eine Tür oder so? Der rennt einfach durch. Durchrennen. Der ist auf der einen Seite über eine Falle gelaufen und rennt dann wieder aus dem Lager wieder durch über eine andere Falle. Hä? Wir machen hier doch kein offenes Haus. Wie geht das? Jetzt erst nochmal ein paar Schritte. Ich finde das voll unfair, dass die einfach so rein und rauslaufen können. Ja, das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck dieser Fall. Nee, das ich weiß nicht, ob das einfach jetzt die besondere Art von denen ist, weil das sind ja die so dunkel sind. Die so quasi schon recht lange unter der Erde leben. Die anderen haben noch ein bisschen Farbe. Ach, ist das schön. Wartet man ein bisschen am Strand und schon kommt die Schildkröte. Ich mache da. Ich setze da mal Dorn vor. Der Typ soll sich verletzen, wenn er da langläuft. Waren die nicht hier irgendwo? So. Kann ich nicht bauen? Dann fick dich.
Wieso kann ich die nicht bauen? Ah, ich glaube, das sind nur Dinger, die du quasi in einer Holzpalisade bauen kannst. Was? So Stacheln. Ja, das geht oh. nur an der Holzpalisade. Oh, das, was ich vorher oben machen wollte, das funktioniert leider nicht so wie geplant. Und dann mache ich das hier einfach mal dran. Schade. Schade, schade, schade. Das da wieder abreißen. Hat er eigentlich kein offenes Dach? Wollt ihr mich verarschen, muss ich alles einzeln abbauen? Naja, haben wir große Dachfenster, was soll's. Okay. Vielleicht komme ich ja doch drauf, oder ihr wisst, wie wir da so ein eckiges Dach noch hinkriegen, damit das abgeschlossen ist. Das heißt, oben ist da noch offen und es könnte reinregnen. Ist gut durchlüftet. Wenn es regnet, dann gehen wir einfach eine Etage tiefer. Es dauert ja, bis das durchregnet. Hoffe ich mal so. Vielleicht sollten wir das noch mit Moos abdecken. Ja, Moos gibt es hier leider im Spiel nicht. Aber sonst ist es eine gute Idee. Ich habe gesehen, ich kann mir auch schon wieder eine neue Rüstung bauen. Oh, ich muss essen. So, hier ein paar Piken habe ich gebaut, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Ah, verdammte Kackechse. Ah, da renne ich jetzt nicht, noch bin ich tot. Irgendwie gefällt es mir nicht, dass die rein und rauslaufen. Das ist irgendwie... Nee, das gefällt mir auch nicht. Auch wenn es nur bestimmte sind, aber... Cool, in deiner Kaninchenfalle ist hier so ein Leguan. Ein Leguan in der Kaninchenfalle? Ja, wie das Ding heißt hier. Ach, scheiße, ist frei, Mist. Ich hab vergessen, ihn zu töten. Arschloch. Oh. Nein, es ist ja wieder...
Ich habe ganz vergessen, dass diese Viecher nicht tot sind, wenn sie aus dieser Falle kommen. Denk dran, dass du was essen musst. Ja, ich muss erstmal meinen Speer wieder suchen, den ich wieder irgendwie kilometerweit weggepfeffert habe. Oh, jetzt ist auf jeden Fall bei dem Weg wächst jetzt nichts mehr. Das ist sehr angenehm. Dadurch findet man viel leichter den Ausgang. Ich werde diesen Weg auch noch beleuchten. Ich illuminiere hier alles. Ich hacke jetzt hier erstmal alles weg. Ich hab schon wieder mein... Ach, Heinrich, ey. Ich sollte mir abgewöhnen, in diesem Spiel die Speere zu werfen. Unglaublich, dass du jetzt tatsächlich mal darauf kommst. Oh, ich finde das toll. Ich meine, wenn es die Mechanik gibt, dann will man das ja auch machen. Aber so viel Speere, die mir immer flöten gehen. Ach, jetzt brauche ich Knochen. Knochen haben wir noch ganz viele. Ja, ich weiß, aber nicht am Mann. Dann musst du jetzt erstmal ohne noch einen Speer klarkommen. Nein, ich bin gleich da. Ohne ist auch keine Lösung, also. Ah. Was denn jetzt schon? Nee, ich fühle mich einfach nur wieder gut, weil ich einen habe. Ich überlege nochmal, ob ich mir vielleicht gleich... gegessen. Ja, ich esse gleich. Jetzt lenk mich hier nicht ab. Ah, scheiße, auf Reserve kann ich nicht bauen. Oh Gott. Was denn? Alter, hier kam auf einmal so von hinten einfach so ein Leuchtefuzzi angerannt. Der hat mich erschreckt. Ach so. Ich sehe es in der Entfernung. Töte ihn, töte ihn. Ey, du hast meine eine Rüstung kaputt gemacht. Jetzt habe ich kein lustiges Helmchen mehr. Arsch doch. Brauchst du Hilfe, oder? Nein, er ist tot. Okay. Du kannst mir das Tor ja, aufmachen, kommen, wenn du willst. Die kommen mittlerweile immer von der Ecke da hinten. Hinter dir ist noch einer gewesen. Der kommt. Ich komme zu dir. Oh, den hat's diesmal erledigt. Erst die Leiche nehmen. Dann die Falle aufbauen. Schön. Alter, hat der mich verjagt. Ich habe den echt nicht kommen hören. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich cool. Weißt du, also ich bin da so voll friedlich am Bäume hacken und auf einmal steht da dieser Fuzzi vor mir. Ja. Das muss ich sagen, ist in dem Spiel echt super. Das macht einen mehr Angst, als wenn das Ding jetzt einfach nur Krach machen würde. So, zombie-mäßig irgendwie Geräusche macht. Mhm. Einfach leise und einfach da sein, das ist viel schlimmer als irgendwelche komischen Geräusche. Das stimmt. Obwohl die ersten Male die Geräusche natürlich auch beängstigend sind, aber man gewöhnt sich halt dran, ne? Ja. Jetzt haben wir am Bettchen auch noch ein bisschen Licht. Das ist schön. Eine Wassertränke habe ich hier auch noch fertig gebaut. Fein, fein. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir mal einen Break. War ein ganz guter Tag eigentlich. Oh. Ganz viel geleistet eigentlich. Vor allem Wege haben wir gebaut, Tore haben wir gebaut. Oder ein Tor. Wagen geschrottet. Boah, das war so ein Gimmick. Ne? Ein paar Kannibalen getötet, nochmal eine Falle gebaut. Ein bisschen Mauer. Ich finde, waren ganz schön produktiv. Das finde ich allerdings auch. Die Knochen packe ich nochmal in unsere Knochenspardose.
werde ich ja auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Leuchten am Weg aufstellen, dass der Weg auf jeden Fall beleuchtet ist. Ja, eine habe ich aus Versehen kaputt gemacht. Bist du mit dem Wagen gegengefahren oder wie? Nee, ich habe einfach das Laub kaputt gehackt und der war noch in meiner Reichweite. Ich habe keine Ahnung, dass ich so eine 2 Meter Radius habe. Ich habe einfach einen Totenkopf und so ein 3-4 Stöckchen, ne? Das ist, was man vielleicht nochmal planen könnte, kann man hier ein Türmchen bauen oder so? Bestimmt, so ein Hochstand oder so geht doch garantiert. Ja, dass man so, wenn man hinter der Mauer ist, hier gerade so ein bisschen was verteidigen kann. Zweifelsfall, wir können Treppen bauen und so. Es gibt eine Plattform, dafür bräuchte man einen Baum. Das war der Haken an der Seite. Weil hier ist noch ein Baum und unser Synchronisierungsbaum ist auch noch da. Ja, aber da kann man ja gut durchschießen. Also ich kann ihn ja trotzdem dahin bauen. Also wo ist es nicht? Der bleibt ja da. Dann drehen wir den ein bisschen. Ich glaube, das machen wir. Den bauen wir hier schön hin. Das ist für nächstes Mal. Ein Seil liegt ja quasi schon mal hier. 14 Stämme. Und da kommt schon der nächste Idiot. Ist gut, weil ich ja noch ein paar Leuchten demnächst aufstellen möchte. Wir brauchen Schädel. Hallo? Kommst du oder gehst du weiter? Wenn du weiter gehst, beenden wir die Folge. Wenn nicht, zerkloppen wir dich und beenden die Folge. Hallo? Ich glaube, der wollte nicht. Hui, nur noch 16 Baumstämme, dann ist das zweite Dach fertig. Gut. Oh, hier ist ein Rettungsring. War der schon immer hier? Nee, der bewegt sich ja. Raus ein Rettungsring? Ich kann schwimmen. Gut, dann, wie gesagt, beenden wir jetzt die Folge. So, bevor noch irgendwas passiert. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da, einen Kommentar. Macht ihr auch eigentlich ganz gut, ihr Insassen. Und für die, die noch keine Insassen sind, bitte abonnieren. Ansonsten gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.